Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner persönlichen Sega Master System One Continue Challenge. Heute kümmern wir uns um das Game Cloudmaster, aber mehr dazu nach dem Intro. Jo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute kümmern wir uns um das Game Cloudmaster. Ist auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, da zocke ich auch die Arcade-Version des Öfteren in meiner Freizeit, weil ich das echt ein sehr, sehr gutes Spiel finde. Aber ich würde sagen, ich gebe euch erst ein bisschen Hintergrundinformationen wieder, so wie ihr das hier gewohnt seid. Und danach geht es zum Gameplay. In diesem Spiel spielst du einen Jungen, der auf einer Wolke schwebt und Bälle aus seinem Mund schießt. Sie müssen durch verschiedene Welten reisen, beginnend mit Mount Gogio, wo sie auf Feinde mit ihren tödlichen Kugeln schießen. Am Ende jedes Levels musst du gegen den Boss dieses Levels kämpfen. Sobald sie den Boss besiegt haben, werden sie mit einer besonderen Kraft belohnt, die sie im nächsten Level nur einmal verwenden können. Sie können auch die Bälle, die sie schießen, verbessern, was ziemlich cool ist. Jedes Level ist eine Herausforderung, denn dieses Spiel ist schwer. Es gibt Feinde auf dem Boden, die Sachen auf dich schießen, es gibt fliegende Feinde, chinesische Mädchen, die auch Sachen auf dich schießen, und am Ende schießt der Boss Blitze auf dich. Es ist, als wäre das alte China verrückt geworden. So, Freunde, widmen wir uns mal dem Gameplay von Cloudmaster. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie weit ich komme. Round 1. Geil, ey. Das ist auch ein mega cooles Spiel. Spiele ich sehr gerne. Generell so diese Shooter spiele ich sehr, sehr, sehr gerne. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Am besten mit einem Arcade-Stick. Ich habe einen schönen Arcade-Stick hier. Ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen werde ich nicht sagen, was für einen Arcade-Stick ich habe. Aber ich habe einen guten Arcade-Stick auf jeden Fall. Ich mag solche Games wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Die letzte Folge war ja nicht so lange gewesen. Rastan oder Rastan, wie der Bruder heißt, hat mich bezwungen. Ich habe echt gedacht, dass ich dann noch ein Leben habe, aber naja. Wurde eines Besseren belehrt. Nein, verdammt. Die fliegenden Rahmen, auch sehr, sehr cool animiert, muss ich ehrlich sagen. Musik wieder on point, auch wieder sehr, sehr, sehr cool. So muss es sein. Genau so muss es sein. Da sind die fliegenden Rahmen wieder auch sehr, sehr cool gemacht. Da kriege ich doch direkt Hunger, ey. Leute, ich bin immer noch in der Vorproduktion. Also ihr werdet das 1. Februar sehen, dieses Video. Aber wir haben jetzt hier Ende September 2021. Und ich bin am Vorproduzieren. Weil noch ganz viele andere Sachen für diesen Kanal gemacht werden müssen. Und glaubt mir, Leute, ich werde da nicht zu viel versprechen. Ihr werdet nächstes Jahr richtig... Nein, schon wieder! Ihr werdet nächstes Jahr richtig schön vollgeballert hier mit allen möglichen Content, allen möglichen Formaten. Aber ich denke, ihr seht das alles schon. Weil die ganze Geschichte startet ja am 1.1. und ja, ist cool. Ist cool. Aber wir gehen mal jetzt weiter rüber zum Gameplay. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, weil ich will das erste Level zumindest geschafft haben. Ich habe keinen Bock, dass ich schon wieder so einen Abgang mache wie in der letzten Folge. Liegt vielleicht an dem vielen dummen Gerede, aber egal, Leute. Entertainment. Entertainment. Die Schildkröte auch sehr gemein. So, aber jetzt kriege ich dich, mein Freund. Oh, nein! Schon wieder, warum denn? Warum denn? Der war doch vor die Tür. Oh mein Gott, letztes Leben. Oh, verdammt. Ich sag da noch so, ja, ich spiele das gerne auf Arcade-Version, so, ja. Ja. Das war nix. Oh, der Vorführeffekt. Komm, aber jetzt holen wir uns den. Let's go. Den verdammten Blitzmann. Die Schüsse sind schon besser geworden. Nein, aber ich habe ein Leben bekommen, ne? Ja, ich habe ein Leben noch bekommen. Oh mein Gott. Verdammt, Alter, ich war jetzt auf die Schüsse so fixiert. Also ist echt ein Spiel, was ich mir definitiv auch nochmal privat angucken werde. Weil das möchte ich dann doch schaffen.
Weil das ist eigentlich gar nicht so schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke, vielleicht liegt das auch daran, dass es jetzt der Vorführeffekt ist. Ist halt einfach so. Cloudmaster. Ja, der gute alte Wolkenmeister. Erinnert so ein bisschen an Son Goku, ne? Guck mal, wir jetzt. Komm aber jetzt. Ich habe ihn platt gemacht. Oh mein Gott. Oh, zweites Level. Nee, ist nur ein Shop. Ach, verdammt. Select your. Ich glaube, mit den Ringen haben wir nichts falsch gemacht, oder? Okay, jetzt kommen die Schweinchen. Ja, stimmt. Das war nur der Shopkeeper gewesen. Ja, verdammt. Komm, noch ein Leben, dass wir noch ein bisschen länger spielen können. Ist ja auch ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier so gnadenlos versage, ne? Also kann man definitiv spielen, also ist was für zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Würde ich gerade auch für Einsteiger, muss ich ehrlich sagen, würde ich das empfehlen, dass die so ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Gerade wenn du so auf so Raumschiff-Spiele stehst, so R-Type oder Gallagher oder so ein Zeug. Da bist du bei dem Spiel, glaube ich, nicht verkehrt. Ey, come on, Mr. Shopkeeper. Jetzt können wir es, ne? Und wir gehen nochmal rein. Was holen wir uns denn da? Ja, komm, ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir nehmen es einfach mal. Also man muss ehrlich sagen, das Level ist dann doch schon ein bisschen länger. Gefällt mir dann doch ganz gut. Und es tut sich ja auch was, es ist ja auch Veränderung drin. Das ist eine gute Sache. So, jetzt kommt der Gegner, ne? Ja, und wir sind direkt mit Special Move am Start. Der goldene Hahn, ey! Ist das nicht so ein Chabo-Hahn? So ein Chinesiger? Ein chinesischer Chabo-Hahn? Chabos wissen, wer der Babo ist, mäßig. Ich glaube, das ist so ein Chabo-Hahn. Ich werde euch jetzt mal einblenden, was der Chabo-Hahn ist, damit ihr das seht. Und ich hoffe, ich war damit richtig. Ja, das ging doch. Das war doch easy, Leute. Das hat er doch geschafft. Das hat er doch geschafft. You are great. Danke. Watch out. A new test. More training. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde aber die Arcade-Version, wie gesagt, besser. Die ist besser, definitiv sogar. Aber hey, komm, ist in Ordnung. Gerade für die Zeit. Ich denke, wir werden hier noch einige Spiele rannehmen, die wesentlich schlimmer sind. Das Ghostbusters war ja auch ein ganz, ganz, ganz schlimmes Spiel gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das wirklich mit das dümmste Spiel, was es für das Sega Master System gab. Weil das mit dem Rumgefahren und mit den ganzen Maschinen und sowas, ich weiß, ich habe das sonderlich nie gut verstanden. I don't know. Vielleicht wird das beim Gameplay dann besser. Komm, let's go. Jawohl, wir haben wieder ein Leben bekommen. Ja, und die Blitze werden auch direkt größer. Aber mein Baba-Schuss ist natürlich auch viel besser geworden. Was nehmen wir denn da? Sind das 5 kleine tanzende Chinesen? Ja, komm, nehmen wir mal. Machen wir jetzt einen Step-Up-Film. Nein! Okay, nicht gesehen, verdammt. Ah, verdammt. Jetzt mein Super-Power-Schuss weg. Oh. Ich hoffe, ich kann den schnell wieder aufladen. Thank you.
Oh, die schießen auch nach hinten. Gib mir doch meinen Powerschuss wieder, verdammt. Ah, da ist er doch. Der wird schon besser. Okay, der wird besser. Nein! Vorbei! Verdammt, Leute. Ach, verdammt. Leute, das war's mit Cloudmaster. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Game fandet, wie ihr mein Gameplay fandet vor allem. Und lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Ihr seht, auf diesem Kanal geht es momentan wirklich heftig, heftig ab. Und ich kann euch eins versprechen, es wird sogar noch heftiger. Aber gut Ding, will Weile haben. Bis zum nächsten Mal. Peace.